Hallo Leute, willkommen zurück bei Unravel. Wir genießen immer noch die Wintersonne und ja, genauso wie das Rotwild da im Hintergrund. Gehen wir mal weiter. Gehen wir nicht weiter, weil wir nehmen uns natürlich, ja haha, das haben wir schon gelernt. Die Dinger sind super. Wer damit noch nichts anzufangen weiß, der sollte sich den letzten Part nochmal angucken. Denn, ja gut, jetzt braucht er nicht mehr angucken. Wir können den als Schneeball verwenden. Nein, schaut ihn natürlich trotzdem nochmal an. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt. Okay. Ah, okay. Das ist ein bisschen... Das passt ja nicht. Ah, hä? Ja, so ein Schmarren, die sind ja, das ist ja falsch. Das ist doch falsch. Das ist doch viel zu groß, klein und das Loch viel zu groß. Ach komm. Kriegen wir das X? Ah, nein, nichts, nein, nein. Oh Gott, also das ist ja auch die letzte Methode, wie man sterben will. Man rutscht da runter, will wieder hoch und von oben rutscht das Eis nach. Wie gemein. So, ich weiß zwar noch nicht, warum ich den brauche, aber... Wir nehmen ihn natürlich mal. Bam! Wir nehmen ihn natürlich mal mit. Und ich glaube, diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ein Schneemobil, auch sehr cool. Ach ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich ziehe den erst noch ein bisschen weg. Sonst rutscht der wieder. Und ich bin unten drin. Ah! Na Gott. So. So. So, ich will aber... Oh, was war jetzt? Hey, der hat richtig Schwung gekriegt. Cool. Und ich glaube, das können wir jetzt zusammenschieben. Ja, wunderbar. Oh, jetzt ist der Ast kaputt. Oh, flop. Jetzt ist der Ast weg. Okay, aber wir kommen weiter. Sehr coole Idee, auch hier mit dem Eisangeln. Würde ich auch gern mal machen, glaube ich. So Eisangeln. Irgendwie mit einem schönen, mit einer Thermoskanne. Schönen heißen, ja, Kaffee oder gleich Grog oder irgendwas. Wobei, heutzutage ist es ja dann, ja, meistens wahrscheinlich eher Spaß und Vergnügen. Wenn man da erfolgreich sein musste, damit es abends was zu essen gibt, ist natürlich gleich eine andere Herausforderung. So, oh, wir kommen wieder langsam zurück. Ah, da wurde der Fisch anscheinend schon gefangen. Oder ist es die Familie, die hungrig wartet? Ja, da machen wir gar nicht lang rum. Das sieht schon sehr verdächtig nach Brücke aus. Und anders kommen wir da auch wahrscheinlich nicht hoch. Und schon wieder... schon wieder... weiße Schühchen an. Na gut, also die können wir auf jeden Fall ja mal da runterschieben. Weiß zwar nicht, was uns... Okay, da können wir da wieder einen Schneeball draus rollen. Schon so ein bisschen, oder? Ja, okay, das heißt, wir brauchen einen Schneeball, den wir dann in dem Topf heiß machen oder so. Also, so, wieder zu Wasser werden lassen quasi. Hoch mit dir. So, bleibst du oben? Bleibst du oben? Na, bleibst du oben? Ja, der bleibt oben. Okay, dann machen wir das jetzt hier weg. Und... Ne, dann machen wir das auch nochmal weg. Komm. Also ich glaube ja schon, dass wir den da oben brauchen. Nein. Ich glaube weiter. Na komm. Au. So. Okay. Ach, da können wir auch. Ja, okay, klar. Können wir auch hoch. Bringt uns aber nichts. Aber wir können... Ach so, okay. Wir müssen das wirklich irgendwie so machen. Also hier erstmal... Na, also, komm. Mensch, der Janni gehorcht heute nicht.
Genau. So, jetzt wollen wir den da schön vorbei. Da in den Topf. Plopp. Okay. Ja. Jetzt. Ah, da oben. Diesmal habe ich es gesehen. Da oben ist ein Secret. So, ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir... Die Schnur geht da irgendwie um den Topf. Ne, die geht aber nicht um den Topf direkt rum. Okay, also ich denke mal, hier werden wir irgendwie Feuer machen und... Können wir da vielleicht... Ah ja. Ja, oder war das jetzt nur, um da hochzukommen und hier mit Feuer und so ist gar nicht. Ah, okay. Au, oh, nee, cool. Ich hüpfe da unten rum und da oben liegt das, liegt die Verzierung. Ja, und unten das Secret haben wir. Was? Kalt, aber warm. Oh ja, und ich befürchte... Ich habe gehofft, dass die nächsten Aufnäher, Anstecker-Dinger ein bisschen kleiner werden, dass wir da noch ein paar drauf bekommen. Aber es sieht jetzt schon ziemlich vollständig aus. Vielleicht noch, ja, noch zwei kleine in die Mitte? Ja, ich weiß nicht. Naja, Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an, egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Okay, heißt das? Ach, das heißt, die Kinder sind jetzt mal wieder zu Besuch. Ja, im letzten Kapitel haben sie Briefe geschrieben, haben wahrscheinlich ausgemacht, ah, hier, wir möchten euch besuchen im Winter. Holt schon mal den Schlitten hervor. Ja, die sind aber jetzt, die Bilder sind ein bisschen langweilig jetzt gerade. Okay, da macht die ganze Familie einen Ausflug. Okay, ist wirklich Langlauf anscheinend. Sieht so aus. Ah, und da haben sie, ja, da haben sie die Fische, oder? Das ist doch bestimmt hier nach dem Eisangeln. Ja, cool. So, ne, ah, so einen Schlitten wollte ich immer als Kind. So einen wollte ich, so wo man lenken kann. Den habe ich auch nie gekriegt. Das habe ich immer mir cool vorgestellt. Wobei ich gar nicht weiß, wie gut man damit dann wirklich lenken kann. Aber ich glaube, das geht schon. Okay, da geht die, auch die Wintersonne langsam zu Ende. Der Tag neigt sich dem Ende. Ah, also ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal so eine Wanderung durch den Schnee gemacht hat. Also jetzt im Tiefschnee ist es anstrengend, aber ansonsten ist es schon sehr cool. Macht schon Spaß. Okay, also wir haben aber noch, wir haben ein bisschen, ein paar Fotos haben wir noch, bitte. Lass das Spiel noch nicht, ich blätter jetzt immer gut durch. Also zwei Level, drei Level noch. Gut, ist eins mehr, als ich jetzt erwartet hätte, weil ich meine, wir hatten noch zwei Bilder. Ich weiß, eins ist noch irgendwo versteckt. Hui! Na, müssen wir hier unten durch. Tap, 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 tap. Und hier auf dem Klavier war, glaube ich, noch eines, gell? Genau, ja, Tatsache. Da haben wir drei. Eins haben wir sogar noch entdeckt. Rost. Genau, Rost haben wir. Und hier drüben war dann auch noch... Ah, sieht man das? Machen wir die Lampe nochmal... Ah, okay, machen wir die Lampe nicht an. Wir können auch so da hoch. Rost, genau. Und dann gab es hier noch das hier. Das letzte Blatt. Aber anscheinend gibt es ja noch ein drittes, wenn ich das richtig... Ach, die Lampe mag uns nicht. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, müssen es eigentlich noch drei sein. Bin mal gespannt, wo das andere Bild versteckt ist. Ich gehe hier, schon mal hoch. Und dann sehen wir uns morgen bei dem, ja, zumindest ersten Teil von Rost. Ich bin gespannt. Ja, anscheinend neigt sich auch so die Story wirklich dem Ende. Und ja, Rost.
Naja, ich bin gespannt. Ich bin weiterhin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, dann schaut doch morgen wieder rein. Da geht es dann genau an der Stelle weiter. Also, macht's gut und bis dann. Servus.